So, heute gibt es ein Autobahn-Announcement. So, jetzt erstmal lebend auf die Autobahn kommen. Ich habe ja schon mal ein Announcement im Auto gemacht. Und das war noch in dem Auto von meiner Mutter. Heute bin ich in meinem eigenen Auto, ein Honda Civic, habe ich ja neulich mal gesagt in so einem Video. Kannst ja mal hier das Cockpit filmen. Ich liebe dieses Cockpit von dem Auto. Herrlich. Ist das nicht geil? Es sieht aus wie ein UFO. Es ist einfach modern. Es ist modern Consumer. Es ist modern Consumer sein Auto. Honda Civic. Also heute nur kurz in die Kamera gucken. Habe ich mir fest vorgenommen. Meine Freundin filmt das Ganze und darf jetzt nicht laut rumlachen. Und ja, wir fahren jetzt gerade nach Hause, nach Kassel. Und ja, es gibt einige wenige Themen, die ich ansprechen will, aber es ist ein ganz großes, wichtiges Thema. Und das ist, bam, der Start meiner Internetseite. Der richtige Start steht noch so richtig noch ein bisschen bevor, aber die Seite ist jetzt schon mal grob aufgebaut. www.modernconsumer.de. Wahrscheinlich wart ihr noch nicht da drauf bis jetzt. Da könnt ihr jetzt mal drauf gehen. Ich werde auch einen Link in die Beschreibung reinmachen. Die Seite ist jetzt grob von mir so aufgebaut, wie ich die ungefähr haben will. Ja? Also ich weiß jetzt auch noch nicht hundertprozentig, was man da noch machen kann. Ich habe auch mal bei anderen Kanälen geguckt, wie die das so machen. Geht auf jeden Fall auf meine Seite www.modernconsumer.de. Macht den Adblocker aus. Das wäre natürlich auch ganz cool. Ich will euch da nicht mit Werbung zuspammen. Aber eine Werbung wird auf jeden Fall da zu sehen sein auf der Startseite, auf jeder Seite dann immer. Die Seite kostet natürlich ja auch Geld und das muss ich ja irgendwie wieder reinholen darüber. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal jetzt eine Startseite sehen, wo die Videos drauf sind. Habe ich jetzt die ganze Zeit in die Kamera geguckt? Das wäre nicht gut gewesen. Da könnt ihr auf jeden Fall auf der Startseite sehen, immer welche Videos, das neueste Video, was halt online ist. Und halt noch ein bisschen Text zu dem aktuellsten Video, was ich gerade irgendwie rausgebracht habe. Ich schreibe dann nochmal immer irgendwas dazu, was mir da durch den Gedanken geht. Guckt einfach mal rein, das steht bei den ersten Videos jetzt auf jeden Fall schon da. Was für viele, hey, noch mal das Civic, film mir mal. was für viele bestimmt auch interessanter Anlauf ist, warum man auf die Seite auch gehen sollte, wäre, dass ich dort auf jeden Fall meine festen Termine reinschreibe, wann ein Video rauskommt, welches Video als nächstes rauskommt. Also seht ihr direkt, wenn ihr auf meine Seite dort geht, hey, Mittwoch kommt das Video oder jetzt zum Beispiel Sonntag um 12 Uhr, glaube ich, steht drin. Ich weiß jetzt gar nicht auf den Kopf, müsste mal nachgucken. Das nächste Ultimate Team Video. Ja, sowas ist halt, denke ich mal, ganz interessant, dass man das da sehen kann. Ansonsten weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig, was auf die Seite alles kann. Was aber auf jeden Fall geplant ist, ist, dass ich einen Videobereich mache, wo ihr auch meine Videos dann anschauen könnt. Übersichtlich geordnet werden die dann auch drin sein. Meine wichtigsten Serien, sage ich jetzt mal so. Was habe ich noch? Dann, was habe ich denn da noch? Exklusives kommt da hin. Da kommen zum Beispiel Umfragen hin für die nächste Serie Schlag den Basti. Nein, die gibt es nicht. Ohne groß nichts los. Zum Beispiel, da kommt dann eine Umfrage rein, was ich da als nächstes in der nächsten Folge machen werde. Das wird dann halt auf der Seite sein. Guck mal, oh, die noch läuft, die Kamera. immer große Angst bei mir. Ja, also da kommen so exklusive Sachen hin. Da kommen vielleicht auch Gewinnspiele dann rein. Das ist halt auch so eine Überlegung, was auf meine Seite kommt. www.modernconsumer.de. Werbung, Werbung, Werbung. So, Überholvorgang einleiten. Überholvorgang eingeleitet. Ja, jetzt kommt noch das Wichtigste und das seht ihr auch schon an mir. Ja, Kassel, Jan Münden. das Wichtigste, das seht ihr jetzt auch schon an mir. Kamera, das ist zu niedrig wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja, ihr seht mein T-Shirt, was ich anhabe. Das ist auch schon auf der Seite integriert. Das haben auch schon viele immer mal nachgefragt, ob es was so ein T-Shirt gibt, was ich habe. Ein Modern Consumer T-Shirt. Das habe ich mir jetzt auch gleich neu bestellt. Das Ganze läuft über spreadshirt.de und ist auf meiner Homepage integriert. Da findet ihr also einen Fanshop von Modern Consumer, wo halt nur Shirts und Sweatshirts und Hoodies und Kaffeetasse und Teddybär mit meinem T-Shirt-Logo, mit meinem Logo sind. Und ist eigentlich, denke ich mal, schon mal eine ganz gute Auswahl. Da könnt ihr mal reinschauen. Ich finde, die Preise sind okay. Und wenn ihr Spreadshirt kennt und ihr wollt zum Beispiel irgendwas anderes, was bei mir im Shop jetzt noch nicht vorhanden ist, gerne haben, was ich auch da reinnehmen soll, dann schreibt mich an, dann mache ich das da auch in den Shop rein, wenn es eine bestimmte Farbe sein soll oder sowas. Einfach mich anschreiben, dann stelle ich das in meinen Shop rein. Das ist jetzt erstmal so eine Grundauswahl. Das T-Shirt, was ich anhabe,
ist das Classic-Shirt und kostet, glaube ich, 18,90 Euro. Guckt einfach mal nach und auch, was die anderen Sachen kosten. Es gibt auch noch eine günstigere Variante und ein paar andere. Einfach reinschauen und wenn ihr Bock habt, bestellt euch so ein Shirt. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Damit unterstützt ihr mich natürlich, die Seite und zukünftige Gewinnspiele, die ich jetzt in jedem Fall mal machen werde. Ja, außerdem kommt dann auf die Internetseite noch was über mich, über Basti, im Bild. Will ich da irgendwie, weiß ich nicht, wer ich bin, was ich bin, womit ich aufnehme, dass ihr das auch nochmal wisst. Vielleicht so eine häufig gestellten Fragen da reinmachen. Und das wäre jetzt erstmal so das, was meine Idee wäre von der Internetseite. Wenn ihr jetzt mal auf der Seite gewesen seid und habt so die ein oder andere Idee, so, hey Basti, das muss da noch rein, das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool, schreibt mir eine PN per YouTube oder Facebook und schreibt mir ein paar Vorschläge rein, dann versuche ich das da reinzumachen, wenn ich das auch cool finde und realistisch finde, dass ich das kann und schaffe. Da würde ich mich auf jeden Fall über Feedback freuen. Ja, also schaut einfach mal drauf auf die Seite und ich bin gespannt, was ihr so an Vorschlägen habt. Ihr könnt es auch hier in die Kommentare reinschreiben, könnt ihr auch gerne machen. Parkheisiger Überholversuch, klappt, ganz gar kein Problem. Dreispurige Autobahn, alles locker easy hier. Die Pferdekutsche wird jetzt überholt. Ja, das war jetzt so das Thema www.modernconsumer.de, www.modernconsumer.de, 123gold.de, schaut jetzt einfach mal vorbei. So, nächstes Thema wäre, welches nehme ich jetzt als erstes? Habe ich ja eben schon mal angesprochen kurz. Ohne groß nichts los. Da kommt morgen, also am Sonntag, das erste Video, wo ich so Vorschläge von euch haben will. Das geht auf jeden Fall jetzt los, weil die Idee bei euch extrem gut angekommen ist. Ich hoffe, man kann mich noch gut hören hier bei dem Lärm. Und ja, also da erwartet euch Sonntag auch das erste Video und großer Plan ist halt, euch mit einzubringen in die Serie. Wie das alles abläuft, werdet ihr dann in dem Video erfahren. Also einfach mal reinschauen und ich probiere mal, während ich gefilmt werde und Auto fahre, ist immer gut. So, ja, das wollte ich eigentlich nur noch dazu sagen. Und dann wurde ich jetzt auch in letzter Zeit häufig angeschrieben, was denn mit Schlag den Basti und Henning versus Basti ist. Schlag den Basti, habe ich neulich schon mal gesagt in dem Frage-Antworten-Video. Das ist einfach viel zu aufwendig, als dass ich das machen kann. Das wird es jetzt auf jeden Fall definitiv vorerst nicht geben. Und dann zu Henning versus Basti kann ich nur sagen, dass es zwischen Henning und mir Differenzen gegeben hat. Und ja, ich sag's einfach mal so, wie es ist. Also Henning hat mich persönlich schwer enttäuscht und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, deswegen wird es halt einfach auch da keine Videos geben, weil so halt, ne? Ihr könnt euch ja einiges denken vielleicht. So, das ist jetzt auf jeden Fall Stand der Dinge und wollte ich noch ein Thema ansprechen, das wäre jetzt nochmal die Frage. Nein, ihr habt jetzt denke ich mal genug zu tun, schreibt mir Feedback über meine Homepage und Vorschläge sind sehr gerne willkommen bei mir. Ich habe ja selber keinen Plan und ich versuche einfach mein Bestes zu machen und euch da was zu bieten auf der Seite. Okay, ja, das würde ich sagen, war es jetzt erstmal für das Announcement. Es wird bestimmt bald wieder eins geben. Mehr erfahrt ihr natürlich auf meiner Seite oder in meinen Videos. Ja, ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und jetzt gebe ich erstmal gleich wieder Gas, wenn ihr mal wieder die plus 100 hier, die 100 km/h-Grenzung weg ist. Ach scheiße, deutsche Autobahn. So, und deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, und außerdem bin ich ja noch ein Mann und Multitasking ist ja auch immer so eine Sache. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Nicht in die Kamera gucken, auf die Straße gucken, straight forward. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Guckt rein, bis dann, macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer. T-Shirt, voll cool. Ich liebe dieses Logo.